Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr zu dieser Preview einschaltet vom Kanonenjagdpanzer. Der ein oder andere aufmerksame Zuschauer wird diesen Panzer schon mal bei mir auf dem Kanal gesehen haben. Und zwar habe ich in einem Testserver-Video schon mal gespielt. Danach sollte er auf den Live-Server gehen, wurde allerdings nochmal etwas angepasst und dementsprechend haben wir ihn jetzt erst in Bälde. Ja, der Kanonenjagdpanzer ist ein Stufe 8 TD der Deutschen, natürlich ein Premium-Panzer und wird die Nachfolge vom Jagdtiger 8.8 antreten, der ja aus dem Shops entfernt wird, aufgrund dessen, dass Wargaming dieses Thema mit dem verbesserten Matchmaking gerade etwas tilgen will. Jeder, der die Panzer hat, behält sie selbstverständlich, allerdings nur dann neu käuflich werden sie nicht mehr erwerbbar sein. Dementsprechend braucht man dann also Nachschub für einen Panzer und dann gibt es den Kanonenjagdpanzer. Bevor wir uns die Daten, Zahlen und Fakten anschauen, gehen wir noch ein bisschen auf die Historie. Dazu lese ich ganz stupide einfach mal den Wikipedia-Eintrag vor, weil ich den selber sehr lesenswert finde. Und da steht, der Kanonenjagdpanzer 4.5, auch Jagdpanzerkanone 90mm, Kanonenjagdpanzer Kajapa oder Kanjpanzer, war der zweite Jagdpanzer der deutschen Bundeswehr, aber der erste und einzige mit Rohrbewaffnung. Und besonders die Entwicklung ist jetzt spannend, und zwar die Entwicklung des Kanonenjagdpanzers begann 1960 und gründet sich auf den Erfahrungen der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Der Kanonenjagdpanzer stellte eine Weiterentwicklung des Jagdpanzers 4 dar. Der Auftrag zur Fertigung wurde den Rüstungsunternehmen Henschel und Ruhrstahl erteilt, die jeweils 12 Prototypen fertigten, die sich nur in der Anzahl der Laufrollen unterschieden. Henschel favorisierte bei seinem HK-3-1-Prototyp 6 Laufrollen je Seite, wogegen Rheinstahl Hanomag beim Prototyp Ru-332 auf 5 Laufrollen setzte. Nach umfangreichen Truppenversuchen durch das deutsche Heer war die Erprobung im Jahr 1963 abgeschlossen und es wurde die Version des Rüstungskonzerns Rheinstahl Hanomag ausgewählt. In den Jahren 1965 bis 1967 wurden 770 Einheiten gefertigt und unter der Bezeichnung Kanonenjagdpanzer 4.5 eingeführt. Ja, also dieser Panzer, anders als andere, ist wirklich so existent. Also dieser ist keine Erfindung oder sonstiges, deswegen ist er auch noch schöner, weil er wirklich ein optisches Highlight darstellt, für mich ein tolles Gefährt und dementsprechend schön, wenn man also auch noch da Kommandanten vielleicht sogar unter euch hat, die auf den gedient haben. So, das war's praktisch hier zur Historie und zur Optik in der Garage. Wir gehen jetzt auf den direkten Vergleich zwischen Jagdtiger 8.8 und dem Kanonenjagdpanzer über. Nun also der Wettbewerbsvergleich und wie ihr seht, fangen wir einfach oben an. Leider ist hier nur der Verkaufspreis angegeben. Ich kann euch aber sagen, der Ingame-Preis für den Kanonenjagdpanzer ist der gleiche wie für den Jagdtiger und zwar 10.000 Gold. Ansonsten, die Struktur vom Kanonenjagdpanzer ist etwas weniger. Er hat 100 Struktur, weniger, also 1.200 nur gegenüber 1.300 beim Jagdtiger. Der Tarnungskoeffizient leider hier nicht dargestellt für den neuen Premium, allerdings ist aufgrund der Silhouette definitiv anzunehmen, dass er hier dementsprechend besser sein wird als der Jagdtiger und eben aufgrund dessen, dass er ja so die Optik von dem E25 hat, auch da einen sehr guten Tarnwert darstellt. Die Wannenpanzerung ist extrem gering, der ist sehr weich, hat 30, 30 und 8, kann natürlich in keinster Weise mit dem Jagdtiger mit 250, 80, 80 mithalten, also das ist definitiv ein Riesenunterschied und auch von der Kanone her ergeben sich kleine Unterschiede. Der Schaden selber bleibt der gleiche. Der Durchschlag allerdings ist beim Kanonenjagdpanzer um 9 höher, beziehungsweise um 13 mit Premium. Allerdings, wie gesagt, bedenkt dabei auch bitte immer, dass der Kanonenjagdpanzer ein normales Matchmaking hat, also auch in 10er Gefechte kommt, wobei der Jagdtiger ein verbessertes Matchmaking hat und dementsprechend nur in 9er Gefechte kommt. Die Nachladezeit ist etwas besser vom Jagdtiger, deswegen auch der mittlere Schaden je Minute deutlich höher mit 2667 gegenüber 2286 beim Kanonenpanzer. Die Zielerfassung ist gleich, die Streuung auch hier hat der Kanonenpanzer Nachteile gegenüber dem Jagdtiger, der da etwas weniger streut auf 100 Meter. Die Beweglichkeit, da punktet aber wiederum dann der Kanonenpanzer. Gerade der vertikale Richtwinkel ist ein bisschen besser, der horizontale Geschützrichtwinkel ist deutlich besser mit minus 15 und plus 15. Die Waffenrichtgeschwindigkeit ist wiederum beim Jagdtiger ein wenig besser, aber die Wendegeschwindigkeit
deutlich überlegen. Der Kanonenpanzer dreht sich bei Weitem schneller und auch von der Höchstgeschwindigkeit sieht man 70 zu 28. Also der Kanonenpanzer ist hier definitiv eher der Panzer, der schnell den Einsatzort und die Mobilität einsetzen kann, dafür, um in andere Richtbereiche zu kommen. Ja, das war's zum Vergleich Jagdtiger und Kanonenpanzer. Aber ich weiß, ihr seid natürlich ganz geil darauf, euch endlich mal den Panzer jetzt in Aktion anzusehen. So, und hier sind wir. Ohne Tarnung will ich in euch zeigen, dass ihr da dementsprechend auch einfach mal einen kleinen Blick auf diesen Panzer selber bekommt. Wir haben Siegfriedlinie als Karte im normalen Standardgefecht und dementsprechend schauen wir mal, wo wir ihn einsetzen können. Und jetzt ist natürlich, wie gesagt, das Tolle an dem Ding, dass er sehr flink und sehr wendig ist, schnell auf Geschwindigkeit kommt. Also da sind definitiv Vergleiche eher zum E25 sogar gegeben als zum Jagdtiger, das muss man ganz klar sagen. Und jetzt werden wir hier einfach mal den Berg erklimmen. Ich spiele ihn natürlich mit einem offensiven Setup, also ihr seht kein Scharenfernrohr oder keine Tarnung drauf. Die optische Tarnung, die sollte man auf jeden Fall noch wählen, aber wie gesagt, alles andere ist Geschmackssache. Siegfriedlinie hier von der Seite wird natürlich hier gern gekämmt. Dementsprechend musste das der Panther auch gleich feststellen, dass er schon die erste Schelle von uns erhalten hat. Aufpassen muss man hier auf die drei Artis. Drei Artis sind natürlich sehr unangenehm. Jetzt ist nur noch die Frage, wo ist er? Da ist er schon wieder. Kommt jetzt hier auf die Straße scheinbar entlang. Also schön ist der Richtbereich links und rechts. Der ist ja recht weit. Dementsprechend muss man sich auch nicht viel bewegen. Also ein Tarnnetz kann man sehr gut nehmen, dass man praktisch hier nicht großartig viel hin und her den Panzer drehen muss und trotzdem noch das Tarnnetz aktiv hält. So, der Panther hat es da schon mit dem Leben bezahlt. Der ist schon raus. Wie gesagt, wir lassen das Spiel erstmal ein bisschen ankommen. Und wenn ich dann merke, okay, jetzt geht's rund, dann werde ich auch mal weiter vorfahren. 5,3 Sekunden Reload. Jetzt muss man hier aufpassen, weil der Rheinmetall war scheinbar offen. Ob wir offen sind, kann man leider nicht sagen, weil dementsprechend der Kommandant noch nicht so wirklich war. Aber der T-150 zumindest, der ist nicht mehr offen, der ist tot. Oder zerstört. Tod ist natürlich immer so ein brachiales Wort. Aber eben seid nicht zu aggressiv mit dem, weil ihr habt keine Panzerung. Also verlasst euch nichts, auf das nicht auch da ist. Also das wäre natürlich albern. So, die Jungs fahren langsam vor. Wir bleiben nochmal hier. Ich würde nämlich gerne die Nullerlinie runterfahren, sofern sich's denn anbietet. Aber der Gegner hat unglaublich viele TDs auch. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass da hinten auch noch einer steht. Der Jagdpanther. Also es steht auch 3 zu 3. Es ist ein trügerisches Ergebnis. Und eben aufgrund dessen, dass der Gegner so viele TDs hat und eben auch noch die drei Artis, sollte man hier das definitiv nicht übertreiben. Aber jetzt spielen wir mal die Schnelligkeit und Wendigkeit aus. Und man sieht, wenn er kommt, super, super entritt. Dreht sich schön schnell, also fahren tut er sich gigantisch gut. Da muss man schon sagen, typisch deutsch, toller Panzer. Was mir jetzt gleich die Laune ein bisschen vermiesen könnte, wäre die ISU. Aber jetzt lebt das Spiel auch ein bisschen einfach von der Art hier am Ende. Da drüben ein T28. T28 ist schon im Pfund. Dafür laden wir mal Premium durch. Weil auch das haben wir dafür dabei.
Rückwärtsgeschwindigkeit sieht man jetzt ganz schön, 20 km/h. Schneller als manche andere Panzer vorwärts. Hätte ich jetzt gern den Schuss auf den T28er, wie gesagt, auch hier nicht übertreiben. So, da hat er mich wahrscheinlich jetzt schon gesehen. Sehr wenig von ihm, von der Silhouette. Ganz, ganz wenig. Ne, der ist schon sehr gering, die Silhouette. Das ist alles mehr als glücklich, darauf zu schießen und darauf sich zu versteifen. Ich hoffe mal, die Arti macht den jetzt weg, weil dann können wir den Gegner ein bisschen in den Rücken fallen. Ja, sehr gut. Ich komme hier auf die ISO nicht drauf. Der Jagdpanther allerdings, der scheint hier erreichbar. Da brauche ich eigentlich gar nicht normal Premium schießen. Ich habe aber Premium geladen, deswegen kriegt er noch eine ISO. Ist nun zu. So, ISO schaut jetzt auf mich. Und jetzt habe ich den Mod. Wie gesagt, dadurch, dass ich keine Panzerung habe. Muss ich mir jetzt hier den Shootout liefern. Und die Arti macht mich hier mit einem 366 Hit raus. Und das ist die FV-Arti. Also da sieht man natürlich schon, Panzerung einfach gar nicht vorhanden. Also verlasst euch nur nicht auf diese. Gerade so ein TD-Gefecht wie hier ist natürlich auch wirklich normalerweise sehr campinglastig. Also da war ich schon trotzdem sehr aggressiv. Nichtsdestotrotz hat man gesehen, er kommt gut durch, aber es kommt auch bei jedem anderen einer durch. Und dementsprechend, er ist mobil, er ist flink, man kann viel mit ihm anfangen, aber ihr müsst halt das Timing dann mit dem Panzer schon beweisen. Und gerade so ein Gefecht mit lauter TDs, die sehr, sehr stark natürlich die Defensive suchen, ist natürlich sehr schwierig. Nichtsdestotrotz gucken wir doch einfach jetzt mal auf das Gefechtsergebnis, beziehungsweise wie viel es denn für so ein Gefecht rausgibt. Eine Niederlage ist nicht schön, aber wir akzeptieren sie einfach wie ein Mann. 19.000 gab es raus, weil ich ein bisschen mit Premium geschossen habe. Allerdings gar nicht so viel. Also dafür, dass wir doch 1.700 Schaden gemacht haben, was jetzt natürlich jetzt nicht die Welt ist, aber auch nicht so wenig, muss ich sagen, ist die Credit-Ausbeute ein bisschen mau. Niederlage mit 1.700 Schaden, 20.000, okay. Lass ich mal so dahingestellt. Unterm Strich bleibt es euch zu bewerten und zu beraten. Ist dieser Panzer für euch was oder nicht? Kann er den Jagdtiger beerben oder ist es eher mau? Naja, lasst mir doch das mal da als Kommentar. Ich würde mich sehr freuen. Bis bald, euer Alcaramba.